So, liebe Triathlon-Freunde, hier stehe ich in der Wechselzone vom Ironman Hamburg und neben mir steht eine Age-Grouper-Legende, das kann ich glaube ich so sagen, Otto Tilkowski. Wir haben uns kennengelernt, du hast das passende Shirt an, Kona 2019, das kriegt man nur, wenn man da an den Start geht. Wie oft warst du auf Hawaii am Start? 13 Mal bis jetzt. Und es soll ein weiteres Mal dazukommen? Ja, ich hoffe. Ich bemühe mich jedenfalls. Es war zwischendurch ein bisschen schwierig, weil Corona hat mich dann zurückgeworfen. Ich war eigentlich 2020 in der Form meines Lebens nach dem Trainingslager in Südafrika. Und im Flieger zurück haben wir dann erstmal das Wort Corona kennengelernt und dann ist alles geplatzt. Ich habe mich dann vorsichtshalber mal am Knie operieren lassen, weil ich da immer Probleme hatte nach einem großen Sturz auf dem Segelboot. Und das ist also total schief gegangen. Das ging so weit, dass sie schon überlegt haben, um das Bein abzunehmen. Und dann habe ich zum Glück in Kiel einen Arzt gefunden, der mir geholfen hat und der das auch wieder hingekriegt hat. Und dem habe ich sozusagen versprochen, ich versuche es nochmal. Und wenn das klappt, dann kommt das Finisher-Shirt neben die Trikots von den THW-Spielern, die er also in seiner Praxis zu Zehnfachen gesammelt hat. Und danach muss ich dann aber überlegen, ob ich nicht doch endlich mal Schluss mache. Auf jeden Fall warten wir morgen auf einen großen Tanz. Wir Triathleten sind ja offen, wir haben Altersklassen, deswegen weiß man es sowieso. Du hast am Wochenende Geburtstag gehabt, du bist 79 Jahre alt geworden. Ja. Und die Ironman-Distanz schreckt dich nicht? Du hast wie viel Langdistanzen gemacht? Ich habe 44 gefinisht und eine habe ich nach der Operation in Kopenhagen versucht. Da bin ich ganz kläglich gescheitert, weil ich Krämpfe im Bein bekommen habe. Ich habe das Schwimmen also nicht mal in der notwendigen Zeit geschafft, wurde dann das erste Mal im Leben rausgenommen. War ein bisschen bitter und musste ich dann mental ein bisschen überbrücken, aber ich glaube, das habe ich geschafft inzwischen. Und letztes Jahr im Herbst habe ich dann eine große Motivation bekommen, weil ich dann in Spanien da bei Jan Frodeno diesen Gravel-Triathlon gemacht habe und habe den auch gefinisht. Die haben, glaube ich, extra die Zeit noch ein bisschen rausgeschoben für mich. Aber ich war noch nicht der Letzte bei diesem Wettkampf und ich habe das gut überstanden. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt machst du ein vernünftiges Training. Also zumindest Schwimmen und Radfahren. Laufen ist immer noch so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen wegen des Knies. Aber ich habe mich so gut vorbereitet, wie ich konnte und will das jetzt einfach mal versuchen. Wir werden morgen natürlich ein Auge auf die Nummer 696 haben. Das ist deine Startnummer. Wir stehen hier bei deinem Rad. Das kannte ich eher als dich. Mein Chef Frank hat das fotografiert auf Hawaii in der Wechselzone, hat gesagt, da steht ein unfassbar geiles Rad. Wir müssen rausfinden, wem das gehört. Und dann haben wir rausgefunden, das gehört zu dir. Dein treues Ross, das begleitet dich schon ein paar Jahre. Ja, seit 2000 habe ich in Amerika entstanden, der das entwickelt hat, der Griffen. Mit dem habe ich also mehrfach dann gesprochen in Kanada und auch in Wisconsin. Und irgendwann hat er dann gesagt, Mensch, kannst du das nicht in Europa ein bisschen publik machen? Er hat mir den Rahmen dann also zu einem sehr günstigen Preis gegeben. Ich habe das alles selbst ausgebaut. Und jetzt ist es das älteste Rad mit dem ältesten Teilnehmer und es ist wahrscheinlich das einzige 26-Zoll-Rad, was hier noch fährt. Ja. Das ist inzwischen also sehr schwierig, da noch Komponenten zu bekommen. Gestern habe ich gemerkt, dass mein Geschwindigkeitssensor die Batterie aufgegeben hat und habe dann gestern versucht, in Hamburg noch von Polar etwas zu bekommen. Das gibt es aber alles nicht mehr, das gibt es nur noch im Internet. Und das war natürlich zu spät, sodass ich morgen also die ganze Zeit nach Gefühl fahren muss. Ich hoffe, das klappt. Ich werde dann irgendwie versuchen, mich an anderen zu orientieren und dann mindestens so einen Durchschnitt von 27, 28 zu fahren, damit ich dann noch in der vorgegebenen Zeit hier ankommen kann. Also klar, die Teile geben vor dir auf jeden Fall. Du sagst, es ist die vorgegebene Zeit. Das ist das, woran du dich morgen entlanghangeln musst quasi, die einzelnen Cut-offs. Komm, ja. Wir wollen dich zuversichtlich hören. Du schaffst das. Ja, eigentlich die 39, das ist der Cut-off, der Engwert für mich. Beim Schwimmen hoffe ich, dass ich also einigermaßen rauskomme. Und dann, wenn das also so unter 2 Stunden geht beim Schwimmen, dann kriege ich den Cut-off beim Rad wahrscheinlich hin, wenn keine Panne passiert oder ähnliches. Und beim Laufen glaube ich schon, dass ich das dann irgendwie hinkriege. Da habe ich also ein paar Helfer, die dann unterwegs schreien werden und mich motivieren werden. Und ich glaube, da bin ich also trotz des Knies in der Lage, dann noch rechtzeitig anzukommen. Und wenn das ist, ja, dann bin ich froh und habe zumindest das Finisher-Shirt in Hamburg erstmal. Was dann kommt, wie viel noch in meiner Altersklasse starten und wie viel finishen, habe ich keine Ahnung im Moment. Das wird ja alles jetzt geheim gehalten und da müssen wir uns heute Abend noch überraschen lassen.
Da kümmern wir uns dann drum, wenn wir dich im Ziel begrüßen können. Otto, wir wünschen dir alles Gute. Deine Nummer 696 wird, glaube ich, viel getrackt morgen. Und wir drücken die Daumen, dass es morgen ein großartiger Tag für dich wird. Vielen Dank. Vielen Dank. Dankeschön. Tschüss.